ARD aktuell. 16. Juni 2022. Fehler in der Tagesschau am 13. Juni 2022. Am 13. Juni hat die Tagesschau auf der Grundlage eines Berichts der Nachrichtenagentur Reuters über den Beschuss eines Marktes in Donetsk berichtet. Demnach sind bei einem ukrainischen Artillerieangriff in der von prorussischen Separatisten besetzten Region mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Während diese Informationen von Reuters im Liveblog auf Tagesschau.de korrekt wiedergegeben wurden, ist in der Fernsehberichterstattung ein Fehler passiert. Dort wurde versehentlich von einem russischen Angriff gesprochen. Uns ist der Fehler in der Abnahme des Beitrags nicht aufgefallen, das ärgert uns sehr und wir bedauern das, denn es entspricht nicht der sonst gebotenen journalistischen Sorgfalt in unserer Berichterstattung. Der Beitrag wurde überarbeitet und die Sendung aktualisiert. Auf Tagesschau.de wurde die 20 Uhr Ausgabe der Tagesschau um den Hinweis ergänzt, dass die Sendung nachträglich redaktionell bearbeitet wurde. Markus Bornheim. Viel ist nicht übrig von diesem Markt in der ostukrainischen Stadt Donetsk. Drei Menschen sollen bei dem russischen Angriff getötet, mehrere verletzt worden sein. Gegen den massiven Beschuss der russischen Armee ist die Ukraine zunehmend machtlos. Der ukrainische Präsident frustriert über den Westen. Zivile Ziele, immer wieder stehen sie unter Beschuss. Dies ist der Markt in der ostukrainischen Stadt Donetsk oder das, was davon übrig ist. An anderen Orten sind die ukrainischen Streitkräfte zunehmend machtlos gegen die massiven Angriffe der besser ausgerüsteten russischen Armee. Eindringlich bietet der ukrainische... Viel ist nicht übrig von diesem Markt in der ostukrainischen Stadt Donetsk. 1. Tilman Kobol, 16. Juni 2022 um 12.47 Uhr. Kann ja mal passieren. Bleibt die Frage, wäre der Bericht denn auch gekommen, wenn das russische Militär durch das ukrainische Militär ersetzt wäre? 2. Rainer Fließ, 16. Juni 2022 um 14.33 Uhr. Leider ist dies kein einfacher Fehler, der einmal passieren kann. Diese Falschmeldung resultiert jedoch aus der allgemein im Westen schon länger verbreiteten Haltung, Russland sei an allem schuld. Es hängt auch damit zusammen, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen oft allein ukrainischen Quellen vertraut und im Allgemeinen eine Ausgewogenheit in der Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt vermissen lässt. 3. Rainer Fließ, 16. Juni 2022 um 16.11 Uhr. Leider zeigt dieser Fehler die allgemeine Tendenz im Westen, in der letzten Zeit für derartige Ereignisse immer wieder Russland die Schuld zu geben. Auch fällt auf, dass in der Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt im Wesentlichen auf Informationen der ukrainischen Seite zurückgegriffen wird und damit kein einigermaßen objektives Bild über die Situation vermittelt wird. 4. Elena, 16. Juni 2022 um 16.17 Uhr. Sie haben unverhohlen gelogen. Und jetzt haben Sie gerade eine kleine Gegendarstellung auf der Website veröffentlicht. Sie sind verpflichtet, die Widerlegung zur gleichen Zeit auf Ihrem Kanal zu zeigen. Schande über Sie. 5. PNK. 16. Juni 2022 um 16.45 Uhr. Ist es normal, russische Gräueltaten live zu übertragen? Entschuldigen Sie sich nicht im Blog, sondern im Fernsehen. 6. Waldsoll. 16. Juni 2022 um 17.28 Uhr. Warum wurde es nicht auf der ersten Seite veröffentlicht, da wo fehlt Nachricht? 7. Nico. 16. Juni 2022 um 17.36 Uhr. Ach, waren doch die Ukrainer. Ist es eigentlich kein Kriegsverbrechen, wenn man Zivilisten auf einem Markt mit schweren Waffen beschießt? Und liebe Tagesschau, werdet ihr auch mal über die ukrainische Kriegsverbrechen berichten? 8. Axel, 16. Juni 2022 um 17.38 Uhr. Natürlich glauben wir, dass es keine Absicht war. Wie auch alle andere Berichte über Russland. Die bestehen nur aus Versehen. Wird es darüber auch Fernsehberichterstattung geben? 9. Hans, 16. Juni 2022 um 17.41 Uhr. Herr Tilman Krowoll, das würde ich auch gerne wissen. Wer glaubt den westlichen Nachrichten heute überhaupt? 10. Andreas Kunterbund, 16. Juni 2022 um 17.42 Uhr. Also wenn man die Art und Weise der letzten Wochen, Monate betrachtet, kann man dieses angebliche Versehen nur belächeln. Mittlerweile gibt's bessere Quellen, wo Transparenz herrscht. Die erste Reihe war einmal. 11. Wiedemann, 16. Juni 2022 um 17.44 Uhr. Dieser Fehler ist nicht zu entschuldigen. Es ist richtig zu stellen und zwar zur Hauptsendezeit. Was noch viel wesentlicher ist, als Fehler in der Berichterstattung zuzugeben ist, was nicht berichtet wird. Einseitige Berichterstattung ist kein Journalismus. Dafür auch noch Zwangsabgaben GEZ einzukassieren, ist bodenlos. 12. Anton, 16. Juni 2022 um 17.55 Uhr. Sie brauchen sich hier nicht zu entschuldigen. Vom Staatsfernsehen erwarte ich nichts anderes als einseitige Berichterstattung. Würden Sie es ernst meinen, so würden Sie sich live vor einem Millionenpublikum entschuldigen. 13. Anonymous, 16. Juni 2022 um 17.56 Uhr. Hier gibt es nichts zu entschuldigen. Es muss eine unmissverständliche Richtigstellung am gleichen Sendeplatz erfolgen. Alles andere ist Augenwischerei und hinterlässt einen Hauch Propaganda.
Die Tagesschau sollte sich lieber nicht von externen Beratern beeinflussen lassen und wieder zum klassischen Journalismus übergehen. Aktuell hat die Tagesschau ihre Daseinsberechtigung verwirkt, da keine unabhängige Berichterstattung erfolgt. Alles Gute für die Zukunft. 14. Lukas, 16. Juni 2022 um 17.59 Uhr. Wenn's nur ein Fehler gewesen wäre. Leider unterlaufen dem Tagesschau-Team ständig solche Fehler. Der Journalismus ist längst nicht mehr das, was es mal war, denn sonst wäre der Fehler schon vor der Sendung aufgefallen. In der Schule gab's früher fürs Abschreiben eine 6, dies trifft für die Tagesschau auch zu. 15. Doktor, 16. Juni 2022 um 18.08 Uhr. Es ist die Summe solch einseitig ohne saubere Gegenrecherche publizierter Nachrichten, die die Primärmedien ihre Reputation kosten gekostet haben. Wenn zwei sich streiten, tut man gut daran, erst beiden Seiten Gehör zu schenken, bevor man sich auf eine unscharfe, subjektive, aber zumindest bestmöglich vorbereitete Meinungsäußerung einlässt. Versäumt man dies einmal, gibt's ein blaues Auge. Passiert dies wiederholt, ist die Reputation dahin. Solch manipulierende, teils im Nachhinein aufgedeckte und dann heimlich still und leise via kurzem Blogpost korrigierte Falschaussagen, die mit Falschinformationen ein Millionenpublikum erreichen, deren Korrektur jedoch nur ein Bruchteil aktiv selbstsuchend findet, sind der Grund dafür, dass Tagesschau und Co. bei mir ad acta gelegt wurden. Wer wirklich gut informiert sein will, findet mittlerweile verlässlichere Quellen. Und die Möglichkeit, mehrere Standpunkte einzuholen vor finalem Urteil. PS, Veröffentlichung unnötig. Reflexion erbeten. 16. Ozrinak. 16. Juni 2022 um 18.11 Uhr. Das erinnert mich stark an die Berichterstattung in den Jugoslawienkriegen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. 17. Jason Müller. 16. Juni 2022 um 18.12 Uhr. Seit 2014 wird Donetsk von der Ukraine beschossen. Hier wurde wiederholt, gezielt auf Zivilisten geschossen. Richtigstellung wäre in den 20 Uhr Nachrichten angebracht. Sagen was ist, anstatt Meinungsjournalismus wäre angebracht. 18. Maria. 16. Juni 2022 um 18.18 Uhr. Wie wäre es mal, wenn ihr über die Verbrechen berichtet, welche die Ukrainer begangen haben, an russischen Gefangenensoldaten? Oder ist das zu viel Wahrheit? Fragt doch die Menschen in Donbass, wer sie 8 Jahre lang beschossen hat. Das waren keine Russen. Diese einseitige Berichterstattung ist nicht mehr zum Aushalten von den Medien. 19. Hartwin. 16. Juni 2022 um 18.37 Uhr. Die großen Agenturen hatten korrekt darüber berichtet, dass der, seit 2014 andauernde Beschuss durch die ukrainische Armee nun einen weiteren Höhepunkt erleidet. Insofern wäre das noch nicht mal eine Nachricht wert gewesen. Interessant für den Tagesschau-Konsumenten wäre allenfalls die Typbezeichnung der Artilleriegeschütze, da es sich dabei seit neuestem um US-Produkte und französisches Gerät handelt. Da hätte auch der Bogen zu den versprochenen deutschen Lieferungen, Panzerhaubitze 2000, gespannt werden können, demnächst dann. Dieses Kriegsverbrechen wurde ihnen freundlich präsentiert von BRD und Rheinmetall, oder so ähnlich. Na, vielleicht kann das ja in Ergänzung noch geschehen, wenn die Gegendarstellung pflichtgemäß im selben Medium und am selben Sendeplatz erfolgt. 20. Günther. 16. Juni 2022 um 18.40 Uhr. Die Korrektur der Tagesschau in der Mediathek ist doch wohl ein Witz. Das ist der Markt von Donetsk bzw. DSS, was von ihm übrig geblieben ist. Eingebettet in antirussische Berichterstattung, ohne Kommentar, dass er von der Ukraine zerstört wurde. Es ist schon sehr ärgerlich, wenn man für solche Berichte auch noch Gebühren zahlen muss. 21. WR. 16. Juni 2022 um 18.55 Uhr. Liebe Tagesschau, solche Informationen gehört an eine prominentere Stelle und nicht in einen Blog, den die wenigsten Personen lesen. 22. Retired. 16. Juni 2022 um 19.08 Uhr. Ich als Einwohner Russlands freue mich sehr, dass die Deutschen objektiver werden. 23. Klaus Wolf. 16. Juni 2022 um 19.37 Uhr. Werden Sie dann auch berichten, wie viele Zivilisten mit Hilfe deutscher Waffen eliminiert werden? Da bin ich ja gespannt. 24. Max. 16. Juni 2022 um 19.44 Uhr. Auch die KI-Korrektur bestätigt leider die subjektive Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen. Wo bei der Falschmeldung noch ganz klar von russischen Angriffen die Rede war, wird jetzt nur noch von Angriffen und nicht von ukrainischen Angriffen gesprochen. Im Gegenteil, in dem Kontext, in dem es erwähnt wird, suggeriert es sogar den Eindruck, dass es sich immer noch um russische Angriffe gehandelt hat. 25. Dr. Hans-Dieter Lessmann. 16. Juni 2022 um 19.55 Uhr. Ich vermisse die Richtigstellung in Ihrer TV-Sendung um 20 Uhr. Dort gehört sie hin. 26. Horst-Uwe Kille. 16. Juni 2022 um 20.07 Uhr. Demnach sind bei einem ukrainischen Artillerieangriff in der von prorussischen Separatisten besetzten Region mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Durch prorussische Separatisten besetzt. Kommt keiner auf die Idee, dass die da vielleicht wohnen könnten. 27. RL. 16. Juni 2022 um 20.18 Uhr. Halten Sie es nicht für richtig, dies auch in den 20 Uhr Nachrichten klarzustellen, damit es auch die ganze Bevölkerung mitbekommt. Und würden Sie sich bitte auch künftig mehr auf guten Journalismus konzentrieren und nicht nur einseitig berichten. 28. Bernd N. 16.
Juni 2022 um 20.36 Uhr. Im Freundeskreis meiner Kinder, 22, 26. Jahre, glaubt keiner mehr an ARD/ZDF. Durch Streamingdienste verschwand das Interesse, durch Corona und Ukraine die Glaubhaftigkeit der Berichterstattungen endgültig. Schade, in meiner Kindheit war es ein Muss. 29, Tom. 16. Juni 2022 um 20.43 Uhr. Ein Kommentar 20 Uhr in der Tagesschau sollte es sein, alles andere ist Quatsch. 30, Andreas. 16. Juni 2022 um 20.49 Uhr. Leider kann ich die Gegendarstellung bzw. Korrektur nicht im Bericht finden. Es wird jetzt der Markt gezeigt, aber nicht, dass es Ukrainer gewesen sind. Danach wird Russland erwähnt, sodass im Kontext der Eindruck entsteht, es waren Russen. 31, RBN. 16. Juni 2022 um 21.30 Uhr. Früher haben wir gerne die Nachrichten angeschaut, jetzt die Richtigstellung in TV-Versunden, Shade. 32, Rainer Solms. 16. Juni 2022 um 21.40 Uhr. Die ukrainische Armee hat gemäß ihrer Korrektur auf Zivilisten gefeuert. Ihre Falschmeldung kam an 13.06. Ist gleich größer als die Korrektur an 13.06. Nein, am 16. Juni 2022. Ist das die Reaktionszeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, für den wir zahlen? 33, am 16. Juni 2022 um 22.19 Uhr. Machen Sie bitte eine Richtigstellung zu Primetime im TV. Und sagen Sie auch, wer mit welchen Waffen auf Zivilisten geschossen hat. So etwas gehört journalistisch sauber aufgearbeitet. Dafür zahlen Bürger GEZ. 34, Waldemar P. 16. Juni 2022 um 22.31 Uhr. Die Art und Weise, wie die Tagesschau mit diesem Fehler umgeht, schwächt einmal mehr das Vertrauen in den Qualitätsjournalismus. Wenn eine Redakteurin über dieses Thema einen Fernsehbeitrag erstellt, sollte sie sich soweit damit auskennen, dass sie von vornherein weiß, Donetsk ist nun gerade eine Stadt, die die Russen ja mit den Rebellen verteidigen und eben nicht angreifen. Sowas muss einem ins Auge springen. Aber wenn die Tagesschau nur noch Woke-Praktikantinnen an solch ein Thema lässt, für der Russe sowieso an allem schuld ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn sowas passiert. Und dass die Tagesschau die Richtigstellung auch noch im Kleingedruckten versteckt, anstatt sie in der 20 Uhr zu bringen, macht mich einfach fassungslos. Aber es bestätigt mich einmal mehr, dass ich euch Brüdern, ja, auch Schwestern, nicht mehr glauben muss. Adios. 35, Stefan Müller. 16. Juni 2022 um 22.40 Uhr. Einen Fehler nennt man es, wenn es vereinzelt vorkommt und man sich Mühe gibt, diesen Fehler richtig zu stellen, darüber hinaus Vorsorge trifft, dass solche Fehler nicht wieder passieren. Solche Falschmeldungen treten nicht vereinzelt auf, die Mühe der Richtigstellung ist nicht erkennbar, wurde hier schon oft genug geschrieben, und ich denke nicht, dass man sich vor den nächsten Meldungen an der Quelle informiert. Oder wenigstens bei Leuten, die dabei waren, oder sich auskennen. Einen Fehler kann ich also nicht erkennen. 36, Andrea Böhm. 16. Juni 2022 um 22.46 Uhr. In der 20H-Tagesschau berichtigen bitte. Und in Zukunft besser aufpassen, gell? Demnach sind bei einem ukrainischen Artillerieangriff in der von prorussischen Separatisten besetzten Region mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Diese Wortwahl, das sind russische Ukrainer, die sich von dem Nazi-Regime abgewählt haben und seitdem bombardiert werden. Während diese Informationen von Reuters im Live-Blog auf Tagesschau korrekt wiedergegeben wurden, ist in der Fernsehberichterstattung ein Fehler passiert. Dort wurde versehentlich von einem russischen Angriff gesprochen. Versehentlich. Ihr kennt euren eigenen News-Ticker nicht. Uns ist der Fehler in der Abnahme des Beitrags nicht aufgefallen, das ärgert uns sehr und wir bedauern das, denn es entspricht nicht der sonst gebotenen journalistischen Sorgfalt in unserer Berichterstattung. Erstens, ihr überprüft eure eigenen Berichte nicht. Zweitens, es widerspricht erstens und entspricht dem, was ich von der ARD gewohnt bin, einseitige Berichterstattung, Lügen, ungeprüfte Meldungen raushauen und jeden, der etwas anderes sagt, diskreditieren und notfalls die Verschwörungstheoretiker oder Rechtsextremisten Keule schwingen. Auch in den Spartensendern WDR, MDR, SWR etc. Der Beitrag wurde überarbeitet und die Sendung aktualisiert. Ja, das haben wir zur Kenntnis genommen, deshalb wurde Donetsk geschossen, von wem wird nicht gesagt. Ihr seid Heuchler, Lügner und Kriegstreiber. Das andere darf ich hier nicht schreiben, es hört mit auch auf. Wenn ihr mir zustimmt und meine Beiträge mögt, teilt sie bitte, ich habe nicht die Reichweite, die es bräuchte und bin für jede Hilfe dankbar. THX Smiley mit Herzen als Augen Daumen hoch.